Guten Tag und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Feuerrote Edition. Letztes Mal waren wir hier stehen geblieben, das ja auf der Route 2. Und ich wollte mir etwas abholen. Aha, und zwar hier. Nee, nicht hier. Sobald eines seiner Pokémon Bits erlernt hat, kannst du dich in den Felstunnel wagen. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichs Assistent. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. VM05. Also danke, hast du 10 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja, natürlich. Super, du hast 29 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Hier, das hast du dir redlich verdient. Da-da-da-da! Mhm. Mit der Form Blitz kann man selbst die dunkelsten Höhlen erhellen. Ja, das stimmt. Der Felstunnel, also da, wo wir als nächstes hin müssen, ist eine Höhle, die sehr dunkel ist. Und diese dunklen Wege müssen wir irgendwie erhellen. Aha, Samen ist im Moment der Einzige, der das lernen kann. Ja, da muss leider Egelsamen weg. Wäre zwar später nützlich gewesen, aber ja, habe keine andere Wahl. Und Maschine bereit. Mhm. Disk in Gehirn schieben und weiter. Aha, Steam-Nachricht, aber Steam auf stumm geschaltet. Ich bin ein Pro. Was finden wir hier? Einmal Äther. Was finden wir hier? Paraheiler. Gab's hier noch was? Ich schwöre, hier gab's noch was. Naja. Das, Rumsuchen hat jetzt nicht viel Sinn. Wo kommen wir denn hier raus, wenn wir das hier benutzen? Kommt mir sehr bekannt vor. Route 2? Ja, in der Tat. Jetzt sind wir wieder in Vertania City. Das heißt, der Felstunnel ist im Moment der einzige Weg, der uns ja zurück in die alten Gebiete führt. Relativ bald gibt es zwar noch eine andere Möglichkeit, aber ja, bis dahin ist ja noch etwas Zeit. Oh, ich wollte nicht mehr speeden. Das war ein Versehen. Und wieder den Zerschneider. Hier ebenfalls. Ja, ich will den Zerschneider einsetzen. Ich gehe mal kurz in den Vertania-Wald, um zu gucken, ob ich hier einen Pikachu finde. Wollte ich nicht. Denn ich brauche ja Pokémon für den Pokédex und ja. Ja, Raupi. Nein, nicht den Beutel. Halt, stopp! Ich wüsste, wie ich noch schneller an Einträge komme, aber. Ich versuche es noch 10-mal hier. Wenn ich dann kein Pikachu finde, dann. Ja, dann mache ich das andere. Was ich sowieso mache. Okay, Nummer 1. ja, ich hoffe, jetzt kommt ein Pikachu. Nee. Ja, Raupi. Ja, schon 2. Noch ein Raupi. Wie viel waren das jetzt? 3 oder 4? Ich sag einfach mal 3. Ja, das ist jetzt das 4. Immer noch ein Hornio. Ja, da kann man jetzt auch nicht viel kommentieren. Oder doch. Ich laufe. Noch ein Schritt. Der Bildschirm wechselt sich auf eine coole Art und Weise und... Oh, noch ein Raupi. Diesmal weiblich. Level 3. Und nein, ich habe den Beutel angeklickt, aber das wollte ich gar nicht. Jetzt wieder Flucht. Ja, ich bin entkommen. Sehr spannend. Nee. Wie viel Prozent hat nochmal Pikachu, um hier aufzutauchen? Ich glaube nicht viel. Es waren nicht mehr 10%, wenn nicht sogar 1%. Es muss jetzt die Nummer 7 sein. Nee.
nicht gegen dich kämpfen. Ah, oh, geil. Ja, habe ich ein Glück. Hat es sich doch noch gelohnt. Die Pikachu gibt es noch an einem anderen Ort, aber bis wir dahin kommen, dauert es noch lange. So, ab 6 Orten, glaube ich. Ja, ab 6 Orten. Oder? Ne, 5, genau, ab 5 Orten. Oder? Jetzt bin ich verwirrt. Ach, ich weiß nicht. Ist egal. Eingeschlafen, damit es noch einfach zu fangen ist. Beutel und Pokéball los! Vor dem Bildschirm mache ich immer so eine Wurfbewegung mit meinem Arm. Was? Aufgewacht, ja, immer diese One-Turn-Sleeps, das ist ja wunderbar. Nein. Immer diese Fettklicker. Ich hasse diesen Controller. Wie komme ich überhaupt auf die dumme Idee, einen Logitech-Controller zu kaufen? Von den meisten Spielen wird er eh nicht unterstützt. Zum Beispiel Skyrim oder, ja. Pokéball, los! Dim, dim, dim. Ja, gefangen. Es hat kleine Backentaschen, die mit Elektrizität gefüllt sind. Bei Gefahr entlädt es sie. Wie soll ich Pikachu nennen? Ja. Eines wollte ich da so nennen, aber mir fällt sonst kein anderes Vieh ein. Immer diese Insider. Jetzt Route 3. Ja, dieser Part wird jetzt etwas wieder Pokémon gefangen sein. Nichts Besonderes in der Story und so weiter. Aber das kommt eben davon, wenn man so dumm ist wie ich und nicht richtig nachdenkt. Da hat sich das Vorspielen ja vor ein, zwei Monaten richtig gelohnt. Toll. Ja, genau das wollte ich haben. Ein Nidoran männlich. Samen. Ja, genau, komm zurück. Oh, ja. Schnabel. Sehr gefährlich, nicht? Ja, schlaf, Bruder. Jetzt schläft es auch, dann ist es sehr viel einfacher zu fangen. Ich frage mich, warum die überhaupt noch aus den Pokéballen fliegen können. Das ist zwar selten, aber es ist ja möglich. Pokéball los! Muss ich ja kommentieren. Ja, Nidoran gefangen. Die Pokédex-Einträge werde ich nicht vorlesen. Habe ich gerade so entschieden. Weil das mache ich dann wann anders. Ich fange mir noch eins, genau. Nee. Das einstecken. Denn es gab ja Leute, die haben sich diese Pokémon gewünscht. Also, dass wir sie tauschen. Das werde ich dann auch tun. Das hat einen besonderen Grund. Obwohl, nützt es in dieser Edition überhaupt was? Mir fällt gerade nicht ein, wo das nützlich werden könnte. Aber egal, ich will ja alles im Spiel zeigen. Guck mal los! Und gefangen. Ja, Nidoran männlich gefangen. Nee, möchte ich keinen Spitznamen geben. Wird sowieso direkt wieder... Ich habe das Fahrrad, warum benutze ich das nicht? Wird ja sowieso gleich wieder vertauscht. Wieso habe ich mir zwei Nidoran gefangen? Weil... das eine trainiere ich auf Level 16, dann entwickelt es sich zu Nidorino. Und dann... Ja, Diktashöhle. ich muss lieber einen Schubs... Dann kann ich dieses Nidorino gegen, also gegen ein Nidorina tauschen. Genau. Da gab es ja irgendjemanden, der das machen wollte. Aber ich werde das ganz sicher nicht, in
in der Aufnahme machen. Genau, das wollte ich sagen. Da benutze ich dann doch lieber Offscreen-Training. Das ist jetzt auch nicht so spektakulär. Ich zeige dann vielleicht die Entwicklung. La la la. Ja. Mhm. Los, heil. Ja, ja. Ja, ja. Schon verstanden. Ja, ja. Ja, Schutz weg nicht mehr. Ja. Level 7, Level 6. Dann tausche ich das Level 6. Sir Pokémon. Was soll ich jetzt machen? Ich vergesse das andauernd. Das ist ja ekelhaft. Genau. Das wollte ich machen. Oh, wieder gespeedet. Jetzt da hoch. Und ich glaube, hier war der, war das kleine Mädchen, was tauschen wollte. Ach nee, genau. Auf der anderen Seite vom Tunnelpfad. Ding, ding. La 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 la. Aha, ja. Möchte ich. Waldraum. Tauschanimation der dritten Generation war ja immer noch die schnellste. In der vierten Generation dauerte das ewig lange. Und in der fünften Generation erst recht. Finde ich total unnötig. Nidoman. Obwohl es ein Weibchen ist. Minipilz, genau. Ja. Dann in die Box mit dir. Nee, genau, genau. Ich wollte ja jetzt auf die andere Seite wieder. Nach Orania City. Denn ich glaube, der andere, der tauschen wollte, befand sich... befand er sich da? Befand er sich nicht da? Hm. Also, Route 13, meine ich jetzt. Die hieß doch Route 13, oder? Das muss ich jetzt erstmal nachgucken. Ach nee, Route 11. Genau. Wie komme ich auf Route 13? Ja. Pokémon bewegen. Jetzt wird das Ding auch getauscht. Genau. Ah, dann gehe ich jetzt schon mal auf Route 11, hol mir das Geschenk ab für die 30 Einträge im Pokédex. Und dann stoppe ich auch schon mal die Aufnahme und trainiere das. Nidoran, genau. Oh, nein, ich bin auf die L-Taste gekommen. Ich will nicht ins Hilfemenü, ich bin kein Noob. War das doch mit dem Nido? Ja, genau, Nidorino. Hallo, erinnerst du dich? Einfach klasse. Hier, das hast du dir redlich verdient. Sagen das alle? Hat das nicht der andere auch gesagt? Also, das mit dem redlich verdient. Auf dem Boden liegen oft Items, die man nicht sehen kann. Der Detektor spürt Items in der Nähe auf. Ich stehe jetzt. Ja. Das werde ich dann auch, ich denke mal, auch gleich im nächsten Part zeigen. Ja, warum nicht? Genau. Ich renne zurück nach Alabastia und klappe jetzt erstmal alle Orte ab. Wegen den versteckten Items, genau. Dann werde ich jetzt erstmal Nidoran trainieren. Ich habe noch eine Minute oder eine halbe. Kann ich ja mal meinen Trainerpass zeigen. Dort unten sieht man die Orden. Ja, die Spielzeit. Das Geld. Mhm. Da habe ich mal was getrunken. Ja, hier steht nur nichts, weil... Ja. Das wird erst später... ja. Da wird erst später etwas stehen.
Dann werde ich jetzt hier speichern. Und die Aufnahme beenden.